Kamera läuft, Autos fahren vorbei, Begleitung ist still, Flugzeuge, Ruhe am Set, es geht los. Hi, mein Name ist Micha und auf diesem Kanal wandere ich durch den Odenwald. Ich befinde mich hier auf dem Main-Strombergweg, der ist Teil von meinem Projekt 514. Das sind 170 Kilometer und die werden wir, Sabrina und ich und auch später noch der Sebastian in 7 Tagen wandern. Und wie ihr gerade gehört habt, ist das völlig idyllisch hier auf den ersten Kilometern des Main-Strombergwegs. Ja, also ich glaube, den ersten Teil, das kann ich jetzt schon sagen, kann man sich, was die Flugzeuge angeht, echt schenken, weil hier kommen alle 2 Minuten Flugzeuge rein. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, später zu starten, aber wir werden jetzt mal sehen, wie der Weg sich entwickelt. Ich würde sagen, los geht's! Ah, so ist schon viel besser! Die erste Tagesetappe kommt jetzt langsam zum Ende. Wir kommen bei einem Gasthaus in der Nähe von Messel an. Das waren heute 30 Kilometer und ich bin ehrlich zu euch, es war ernüchternd, der erste Tag. Ja, also es ging, also erstmal Flugzeuge, haben wir gehört, habt ihr ein Video gesehen. Und es ging geradeaus, dafür ging es dann auch noch geradeaus. Und ja, und noch weiter geradeaus und ja, einmal durfte man links und einmal rechts abbiegen. Das war schon viel, viel Waldautobahn. Dann bis morgen. Tag 2 beginnen wir erstmal mit Rucksack wiegen. Sebastian? Ja. 15,9. 12,9. Und 13,7. Wir sind jetzt auf den letzten Kilometern. Der zweite Tag war jetzt deutlich schöner, von ungefähr 25 Kilometer. Wir werden roundabout 8,5 Stunden dann jetzt brauchen, um anzukommen. Und ja, hier ist viel, viel schöner als am Anfang. Also der Weg wandelt sich. Wir kommen tiefer in den Odenwald rein. Und dann sage ich einfach mal ciao, bis morgen früh. Tag 3. Beginnt und ich habe leichte Kopfschmerzen, aber es geht. Es geht los, die Sonne geht auf, der Himmel verspricht schönes Wetter und ich freue mich aber trotz leichter Kopfschmerzen auf den Tag, die werden sich bestimmt wieder wegwandern. Da geht's hoch.
Tag 3 geht jetzt zu Ende. Da hinten seht ihr die anderen beiden. Wir müssen jetzt noch über einen Hügel rüber und dann sind wir an der Unterkunft. Wir weichen heute ein bisschen ab vom eigentlichen Main-Strombergweg. Geht normalerweise hier auf die Tromm hoch. Ich hoffe, dass ich euch morgen noch Drohnenaufnahmen zeigen kann, weil die Tromm ist ein echtes Highlight auf der ganzen Route. Alle, alle. Alle, 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 eine Straße, viele Bäume, ja, das ist eine Alle. Guten Morgen an Tag 4, die Laune ist am Start. Endlich ist die Sonne da. Heute Morgen war es leider bewölkt, grau und trist. Und der eigentliche Plan, dass ich mal mit der Drohne zur Tromm hochfliege, hat leider nicht funktioniert. Aber es gibt ein paar liebe Menschen, die sind jetzt heute oben auf der Tromm und die machen ein paar Bilder für euch und die kann ich euch jetzt zeigen. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages scheinen jetzt auf mein Gesicht und wir haben es bald geschafft. Es sind aber noch gut 4 Kilometer, das heißt, wir werden heute ein bisschen in die Dunkelheit reinkommen. Und ich glaube, ich habe es vorhin nicht ganz so gut erklärt. Normalerweise würde der Main-Strombergweg direkt über die Tromm drüber führen, aber da wir da oben nicht übernachten konnten, beziehungsweise die Herberge oder der Gasthof einfach zu hatte, mussten wir ein bisschen ausweichen und eine Alternativroute laufen. Dort einfach, ja, normal würde man vorbeikommen, wir sind halt nicht vorbeigekommen, aber jetzt sind wir wieder auf dem ganz normalen Standardweg.
Guten Morgen am fünften Tag. Wir starten hier in Neckarsteinach, auch Vierburgenstadt genannt, in den fünften Tag. Und heute werden wir nach Sinsheim wandern. Vorderburg, Mittelburg, Hinterburg und da oben ist das Schwalbennest. Emotional, seelisch emotional darauf vorbereiten. Hallo, Ton, Licht. Ja. Bereit? 3, 2, 1. Wir befinden uns in der letzten Stunde des heutigen Wandertages. Die Sonne neigt sich zum Horizont und wie ihr sehen könnt, wir sind im Kraichgau angekommen. Es ist wirklich landschaftlich hier wunderschön. Was leider nicht so wunderschön ist, ist das hier, weil das ist so ziemlich in jedem Video, wo ich durchs Kraichgau wandere, dass ich sage hier, wenn ihr hierher kommt, müsst ihr einfach wissen, da ist Asphalt am Start, da sind die Betonplatten oft bei den Wirtschaftswegen zwischen den Feldern verbaut und für mich persönlich eher ein Radweg als ein Wanderweg. Muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich finde es einfach ein bisschen schade, weil es landschaftlich einfach genial ist. Es ist gerade in dieser Abendsonne. Jedes Mal, wenn ich hier bin, denke ich mir, krass, diese Hügellandschaften, unfassbar schön. Für heute verabschiede ich mich. Bis morgen. Überraschung, ich melde mich doch nochmal. Weil wir sind jetzt hier gerade aus dem Wald gekommen und ist einfach wunderschön. Und ich wollte euch zeigen, dass wir jetzt hier runterlaufen. Da liegt Sinsheim, das ist unser heutiges Tagesziel. Und das kennen wir ja noch aus dem HW44, das ist noch gar nicht so lange her. Da sind der Sebastian und ich nächtlicher Zeit durchgelaufen, durchgewandert. Das ging dann letztendlich von hier hinten, vom Neckar, von Bad Wimpfen, durch Sinsheim bis rüber nach Wiesloch. Genau, immer diese ganzen Ortsnamen. Aber jetzt, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen am vorletzten Tag unserer Wanderung auf dem Main-Stromberg-Weg. Hinter mir seht ihr noch Sinsheim. Wir sind wieder auf dem Feld unterwegs. Da vorne geht's in den Wald. Sebastian und Sabrina sind schon da vorne unterwegs. Wir werden heute 16 Kilometer laufen. Das ist die kürzeste Etappe der gesamten Wanderung.
wie heißt das Ding jetzt hier? Kapellenberg heißt das. Wir befinden uns hier auf dem Kapellenberg und von hier aus hat man einen extrem coolen Ausblick. Und dort hinten, im Wald, ist so ein kleines Haus und erkennt man ein Dach. Und das ist unsere heutige Unterkunft. Das bedeutet, wir machen jetzt hier eine Pause und dann haben wir einfach noch 4 Kilometer und dann sind wir auch schon an der heutigen Unterkunft. Gestern noch da oben gewesen und heute schon hier unten. Damit ein herzliches Willkommen am letzten Tag. Wir wandern den Weg heute zu Ende bis nach Sternfels. Das sind nochmal 22 Kilometer. So langsam aber sicher geht das Video zu Ende. Dort hinten ist Sternenfels. Man sieht oben den Schlossbergturm und das ist meiner Meinung nach der Stromberg. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückblicken, kann man relativ weit in die Ebene schauen, zwischen den Bäumen durch. Da sind wir hergekommen, das ist jetzt Blickrichtung Norden. Und ich würde sagen, jetzt bringen wir den Weg zu Ende und dann melde ich mich nochmal. Hier über die Tafel, mein Strombergweg. Wir haben es geschafft, hier an dieser wunderschönen Kreuzung in Sternenfels endet der Main-Stromberg-Weg. Und jetzt gibt es ein Fazit. Okay, also das da unten an der Kreuzung war das alte Schild und das ist das neue. 170 Kilometer Main-Stromberg-Weg, wie war's? Also wenn ich jetzt den Wanderdaumen frage, der ist so, er will nicht so ganz nach oben zeigen, warum ist es so. Der erste Teil ab Frankfurt bis Messel. Ja, ihr habt es ja im Video gesehen, ich habe immer mal wieder Eindrücke, habe ich euch gezeigt. Es ist einfach so, dass man einen brutalen Fluglärm hört und es geht halt lange und sehr flach geradeaus. Es ist nicht schön zu laufen. Wenn ihr euch trotzdem für den Weg interessiert, würde ich euch empfehlen, in Höhe Darmstadt bzw. Messel zu starten. Von dort habt ihr dann zwei Highlights. Das ist einmal die Neunkircher Höhe und natürlich auch die Tromm mit dem Aussichtsturm. Und von dort aus geht es ins Neckartal. Das war landschaftlich sehr schön und man ist einfach durch ein paar kleine Orte gekommen und auch wegetechnisch war es, sage ich mal, in Ordnung, Odenwaldstandard. Danach ab dem Neckartal, also ab Neckarsteinach nach Sinsheim, kann man vielleicht auch noch mitnehmen. Aber spätestens nach Sinsheim geht es halt richtig ins Kraichgau rein und ihr habt es im Video auch gesehen, ist nicht meins, wegetechnisch wirklich eine Katastrophe. Landschaftlich sicherlich wunderschön, aber von meiner Seite eher nicht empfehlenswert. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut und wir sagen ciao. Tschüss.